EA Sports. It's in the game. Hallo? Robert ist wieder da. Ja. Wollte gerade Musik für den Stream anmachen, mache ich das ein bisschen leise. Wollen wir doch mal gucken, ob wir dieses Team hier nach dem Schwingen irgendwie wieder auf die richtige Bahn leiten können. Die Musik hat sich ausgegangen. So. Also. Ich darf ja wohl sehr schön. Bitte? Nee. Lol. Wenn mehr YouTube YouTube Kacke macht. Ich weiß es mal, wie es mir immer geht. Aber läuft das Spiel bei dir gerade, oder? Bei YouTube? Warte, ich mache ihn gerade an. Also ich hatte eben schon angeguckt, aber da war der noch nicht online. Ist er denn schon an jetzt? Soll. Oh, habe ich ihn angemacht? Ja. Ah, aber warte, okay. Wird das ein schwarzer Bildschirm? Ich glaube, ich habe ihn jetzt aber. Warte, ich muss einmal auspacken, weil der Bildschirm war schwarz bei Ingame. Aber jetzt müsste es gehen. Okay. Also jetzt müsstest du ihn sehen können. Gut, ist das der erste Spieltag hier? Nee. Der vierte Spieltag. Ja, mit ein bisschen Glück gewinnen wir ja gegen Wolfsburg, so gut sind die auch nicht. Soll ich einen Platz stehen, einen Moment? Hesse, ich fix hier in die Fresse, Hesse. Mann, der Spieler ist 17 Jahre alt und der wird hier von mir so gemobbt, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe auch Emre Mor für 2 Millionen verpflichtet, aber eigentlich kann ich ihn nicht gebrauchen. Auf den Verleih, no. Bevor hier irgendwas passiert. Wie will der denn haben? Konyaspor? Ja, auf jeden Fall kein Verein, bei dem er spielen würde. Hier warte Türkei. Walter, ja, er wird wirklich nicht spielen. Hm. Bei Basel? Überraschend. Wie spielt Basel denn? Warte mal. Team. Die haben keinen RA. Nee, das wird auch nicht klappen. Die Lokomotive. Das ist eine Lokomotive. Ja, da könnte ich es versuchen. Das ist ein süßer Boy. Die anderen beiden sind meine Ergänzungsspieler hier, die Talente. Ich mache 10 Sekunden AFK. Gut, vielleicht noch einmal auf den Transfer mal gucken. So. Lol, das waren. Das waren wirklich 10 Sekunden. Sheesh. Also, ich könnte hier ablösefrei Bilal Basacikoglu verpflichten. Das wäre ja wirklich ein Top-Transfer. Basacikoglu. Problem ist halt in meinem System: LM, LA, RA, RM habe ich alles nicht. Brauche ich nicht. Sogar OMs sind schwierig. Wenn er nicht ZM irgendwie als zweites hat, kann ich das eigentlich auch nicht gebrauchen. Natürlich ein Top-Transfer eigentlich, der, oh, ist der teuer. 3 Millionen gehalten, ne. Ich glaube, mein bester Spieler hat 3 Millionen gehalten und ihm müsste ich so 4,5 geben. Gebe ich keinen Fick drauf. Ich habe eigentlich ein gutes Team.
Ich durchforste gerne die U-Nationalmannschaften und verpflichte alles, was da nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das macht natürlich Sinn. Ja, das macht Sinn, auf jeden Fall. Ja, das war ernst gemeint. Ich habe keinen Scherz gemacht. Ich wollte dich ausnahmsweise aber nicht verarschen, Tim. Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen, sorry. Ja, besser ist es. Aber ganz ehrlich, tu es lieber nicht. Hier ist ein U21-Talent, fucking für umsonst. Ja, komm, du gehst in die fucking Amateurmannschaft. Du Hurensohn. Hurensohn. Aber okay, er will. Juan Pablo Jiménez. Die Amateurmannschaft will er wirklich überhaupt nicht. Nee, will er nicht. Der hat 0 Sterne, weil du nicht sehen kannst, wie viele Sterne er hat, oder weil er einfach so untalentiert ist? Ja, okay. Aber der würde halt nur bei den Amateuren spielen, aber in meiner Amateurmannschaft habe ich eigentlich auch schon guten LV für die Zukunft. Hm. Ja, okay, das wird nichts, aber hier der Ton. Der lautet so: I love you. Und das ist ein Spielerbild. Hättest du denn Lust, in meiner Amateurmannschaft zu spielen? Ja. Oh, auch überhaupt nicht. Nö, wieder nicht. Oh. Nö, will er wirklich überhaupt nicht. Ja, ich habe auch einen guten Torwart eigentlich schon, deswegen ist auch nicht so wichtig. Kekos Maximus. Boah, der hat natürlich ein hohes Gehalt für einen Jugendspieler. Ach, das ist der kleine Bruder von Busquets. Ja, so ein Hurensohn will ich nicht. Ich verstehe nicht. Boah, was ein geiler Rülpser. Der war schon männlich. Es gibt 3 Männlichkeitsmarken. Ziemlich viele Spieler nicht verpflichtet hier. Das ist ja der Wahnsinn. Kommt der ist 4 für Lau mehr oder weniger. Nehmen wir den noch mal mit. Gucken uns an, was der kann. Worst case spielt er halt nicht. U19 Nationalspieler ohne Verein. Come on. Digga, was? Das ist doch der Bayern-Spieler Friedel, der ist zu Hajduk Split nach Kroatien gewechselt. Ja, warum? Kann man auch mal machen eigentlich, ne? Marco Friedel, Tatsache. Ja. Hat einfach eine riesen Perspektive da. Der kann kroatischer Nationalspieler werden, wenn er in 10 Jahren die Staatsangehörigkeit kriegt. Und vielleicht kriegt den ja in die Amateurmannschaft. Wie alt ist denn der? Und zwar, nee, nicht Friedel, der Philipp hier. Auch so ein Österreicher. So. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich nicht schlecht ist. Die haben alle keinen Verein hier. Wie kann das denn sein? Ich habe bis in die 4. deutsche Liga simuliert. Also irgendwann müsste die immer aufnehmen. Das glaube ich, das liegt daran, dass die so riesige Perspektiven haben und die wollen alle. Hetze! Hetze! Dann spielen wir lieber gar nicht. Von den Stärkepunkten nicht gut genug sind, aber die zu hohe Ziele haben, werden sie von keinem verpflichtet. Ja, gearscht, ne? Ja, man möchte dann fast, oh, hier auch. Vor allem, die wollen nicht mal zu mir, die wollen nicht zu mir gehen. Und ich bin ja eigentlich eher so ein besserer Bundesliga-Verein. Ja. So ein Stürmer mit unter 60 Stärke. Ja, der hat einfach das Talent. Also ganz ehrlich, ein Punkt gegen Wolfsburg wäre eigentlich schon genug, gegen die verliere ich eigentlich immer. So, Emre Mor wird noch schnell verliehen nach Russland. Verpiss dich. Ja, der Bastard, ey. Ich finde das immer noch so witzig, dass er angeblich ja, über den Platz krabbeln musste, mehrere Minuten lang. Wie, warum? Oh, ich bin jetzt in Transferminuten. Irgendwo ein Co-Trainer oder sowas meinte, fand das wohl nicht so geil. Der wird auch, glaube ich, jetzt entlassen von Dortmund.
was Emre da so gemacht hat, hat er ihn halt über einen Phrasen kraxeln lassen. Ich hoffe mit den Zähnen zuerst, nach so einem richtigen Kick in den Rücken. More than a refugee, was? What the fuck? Ah, kannst du vielleicht mal den Link bei WhatsApp reinposten von meinem Kram? Alter, okay, ich fotografiere ihn einfach ab. Ja, gute Idee. Weil das ist. Dann können die anderen mitgucken, wie ich meinen Fußballmanager verliere, rage und dann. Unser Eimer, Stirn der Rüden. Becker, es gibt ein richtig geiles Druiden-Deck, da spielst du nur richtig heftige Minions die ganze Zeit, das ist so witzig. Das werde ich mir jetzt craften. Der Junge hat Bock. So, 1. September gegen den VfL Wolfsburg. Hier kann man nochmal schön sehen, wie ich Baumann und Amiri verkauft habe. Ich war ein richtiges Genie, ich schwöre. Ganz schön viel Dykes. Wenn hat Bayern sich denn geholt? Warte. Ich glaube, Bayern ist letzte Saison wieder Meister geworden, nachdem Schalke 04 das Vorjahr geschafft hat. The Legend. Wen habt ihr euch denn so geholt? Also Renato Sanchez sehe ich jetzt immer noch Ergänzungsspieler. Ach Quatsch jetzt. Hat schon in 2 Saisons 22 Spiele gemacht, ist ja der Wahnsinn. Hammer, Alter. Hammer. Hier ist noch ein Junge. Dann haben sie sich einen Portugiesen geholt. Oh, Sami Khedira. Ah, ja, ja. Jonathan Tah. Matenia ist ein Torwart. Und Bernard ist jetzt Stamm-LV mit Lahmsende. Ist ja auch krass. Warte mal, kann man hier Transfers sich angucken? Tja, die Bayern haben diese Saison 3,5 Millionen ausgegeben. Das ist schon, puh. Das kann nur ein Top-Transfer. Ein Top-Verein. Dortmund dagegen 44 Millionen. Ja, die sind einfach besser. Ist so. Leverkusen auch 20 für irgendwelche Käsköppe, ey. Ja, Bayern hat sehr gespart. Dabei haben sie schon so eine alte Mannschaft. Boah, sind das Transferminusse. Gladbach kauft einfach gar keinen Spieler in der Transferperiode. Warum auch? Ist ja auch Quatsch. Die haben ja eine Meistermannschaft, Alter. Nachdem sie ihren besten Verteidiger verloren haben. What the fuck? Holy shit, habe ich fucking Gewinn gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. Weil, ja, da sieht man auch direkt, wer hier gespielt wird, wirklich. Ich habe irgendwie 5 Milliarden Transfers, an anderen so 5. Na gut, hier auf Wolfsburg gucke ich jetzt noch, der das ist mir. Oh, Hertha ist letzter. What the fuck? Hertha 12 Millionen für einen Verteidiger. Ach du Schande. Und Brooks zu Valencia. Ja, das ist ja eine Timeline. Das ist ja die beste Timeline. Ist so. Wenn ich mich für eine Timeline entscheiden musste, wäre es diese. So. Sind im Grunde alle meine Spieler verstimmt. Mit Moral etwas niedriger. Keiner weiß warum. Aber na, soll mir auch egal sein. Kann ich irgendwen hin? Sollte Kaderabeks Vertrag verlängern? Da machen wir 3 Jahre. Ja, so viel muss er auch nicht verdienen, ne? Die Fußballer verdienen ja eh genug, gell? Ist so. Scheiß Schwanzlutscher. Und ganz ehrlich, hier mein Ersatz Toljan irgendwie. Keine Ahnung, was ich von dem halten soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Da gucken wir noch ganz schnell Verträge diese Saison. Oh, Wagner läuft auch aus. Den verlängere ich auch nochmal für 2 Jahre, würde ich sagen. Ja, genau. Freigabe, Auslandsangebot. Ich denke, das werde ich nicht machen.
3 Millionen Gehalt müssen auch locker reichen. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn als Stammspieler einsetze, ehrlich gesagt, weil mein junges Talent Philipp Ox hat sich sehr gut entwickelt. Ist der stark wie ein Ochse? Oh, 1-0 Wagner. Ja, nicht schlecht. Kann man mal machen. Ist so. Aber erst abwarten, wie das weitergeht. Ja, ich werde eh verlieren. Ich verliere immer gegen Wolfsburg. Und immer richtig dreckig. Junge, mein Torwart Marko Maric aus der eigenen Jugend quasi. Ich habe ihn großgezogen. Mit der Baby. Wie dein eigener. Jetzt hält er hier einen Ball. Das ist. Oh mein Gott. Oh, Mario Gomez mit dem schwerwiegenden Fehler. Eieiei. Kann ja nicht wahr sein. Ich gucke mal, wie hoch ich die Quali stellen kann. Ob ich selber hinter dir gucken kann. Vollbild? Also so links müsste so ein paar. Ja, es ist, voll, also es ist gut. Okay. Es hat links und rechts so ein paar kleine Ränder, aber es ja, ist nicht das so. Das liegt an der Auflösung von dem Mod irgendwie. Es funktioniert ja hier nicht richtig. Und ich kann bisher deinen Stream sogar in HD gucken, was echt angenehm ist, weil ich dann sogar was lesen kann. Ist das krank. Holy fuck, Mann. Marko Maric mit einem genialen Pass, mit einer genialen Parade. Ja, gerade machen wir das Spiel ja ganz schön. Weißt du, was du auch mal streamen musst? Crusader Kings 2. Das fand ich immer richtig witzig, allein das anzuhören schon. Das hat mich richtig angepisst, immer das Spiel, weil immer so eine Ficke passiert. So, wäre richtig kacke gespielt. Nein, alles war ganz gut. Pass auf, dann gehen wir jetzt in die zweite Halbzeit und machen den Laden hinten dicht. Dann zur 70. wechsle ich jetzt mal aus, um Zeit zu schinden. Hast du dort keine Halbzeitansprachen gemacht? Ich mach das nie, das geht mir auf den Nerven. Ich finde ehrlich gesagt, das bringt überhaupt nichts. Aber was du machen solltest, wären die Massagen, ne? Stimmt, das könnte sogar wirklich. Weil du kriegst dann sogar Spieler, die nicht spielen oder so, kriegst du auf eine höhere Fitness als. Weil meine Spieler haben zum Teil gar nicht so hohe Fitness, vor allem in der Verteidigung. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die haben sich irgendwie wohl richtig gehen lassen über die Winter-, über Sommerpause. Fucking Pizza. Ne, bei Massagen würde ich echt machen. 2-0 Kramaric. Das habe ich nicht erwartet. Pass auf. Nice. Wechseln wir aus hier. Mein junges Talent, der Christian Handel, wird jetzt für Demir beikommen. Zack, macht dann 3 Eigentore. Ja, machen wir so. Zack. Das Ding sollte ja gelaufen sein hier, nicht, Jungs? Hier, komm. Scheiß Auswechslung hier vorbei machen. Wenn alle 20 Minuten spielen, kriegen sie noch eine Note, das ist sehr wichtig. Nein, die nicht so wichtig. Pass auf, wir machen das Ding jetzt hier dicht. Hinten muss es stehen. Ich habe noch ein Tor bekommen. Ich habe jetzt einfach den Rest simuliert, ist mir auch egal. 2-1 Sieg, ja, habe ich nicht erwartet. Nice. Damit sind wir nur noch 3 Punkte hinterm Tabellenführer. Borussia Dortmund. Tschö. Kann man mal machen, ne? Als nächstes geht es gegen Freiburg, die Luschentruppe. Nein. Ich spiele halt immer gerne Fußballmanager so, dass ich wirklich die Spieler hochziehe und dass ich nicht so wirklich teure kaufe. Ja. Ich verkaufe meine Spieler hoch und versuche die irgendwie mit Leuten aus der zweiten Mannschaft oder aus der Jugend zu ersetzen. Ich habe ehrlich gesagt immer kaum Transfers gemacht, weil ich einmal einen gemacht habe. Der war bei mir irgendwie so 75 oder so. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn gescoutet hatte. Ich glaube, einmal kurz oder ich weiß nicht mehr genau. Dann habe ich ihn bekommen und auf einmal war der so 54 und ich dachte, ja, fick dich. Was? What the fuck? Ja. Das ist ja auch krank. Ich glaube, ich hätte ihn aber nicht verkaufen sollen, weil der so viel Potenzial hatte. Aber ich hatte euch hier nicht angepisst. Wer ja. Auch. Ja. Ne? Sollten wir den vielleicht lieber spielen lassen? Pass auf. Der gute Kenneth Hansen muss aufgestellt werden. So. Wen haben wir hier noch? Ganz ehrlich, von denen wird sich wahrscheinlich keiner durchsetzen bei mir. Aidonis vielleicht. Der kann auch ein Jahr Jugend spielen.
Boah, ich habe 46 Millionen Transfergelder, Alter. Holy. Ich überlege halt die ganze Zeit, ob ich Oliver Torres vielleicht doch. Aber der hat halt keinen ZM. Wenn der ZM noch als Zweitposition hätte. Das wäre schon nicht schlecht eigentlich. Ich glaube, der hätte. Na gut, aber ich habe im ZM. Da müsste mein Talent halt weniger spielen. Ich habe auch noch den Dennis Geiger als Backup für den Worst Case. Oliver Torres. Wie lange hat der jetzt? Hier, komm. Loben wir ihn mal. Er ist doch ein super Junge. Großes Lob. Eins nicer Boy. Ich genieße jeden Tag, sagt Marco Maric. Nice, ey. Oh. Und danach hat er mir einen Zungenkuss gegeben, aber nur homo. Ja, gucken wir mal, ob wir irgendwem noch irgendwas näher geben können. Die trainieren dann ja ihre einzelnen Punkte, das ist immer ganz nützlich. Oh, nicht in die Reserve, nein. Vor allem, wenn die wirklich irgendwo besonders schlecht drin sind, dann kriegt man die wirklich innerhalb von 2-3 Wochen 3-4 Punkte höher, wenn man mit denen redet. Das ist schon geil. Das Reden fand ich teilweise aber auch echt nervig, weil es immer so merkwürdig war. Ja, manchmal fand es geil, was man denen sagt. Manchmal haben sie es gehasst. Ja, muss halt wissen. Ich rede ja eigentlich immer nur mit Verbessern und dann, wenn ich so lobe, weil der Rest lohnt sich einfach nicht. Mhm. Ganz ehrlich, der hier ist so talentiert. Eigentlich müsste der mal spielen. Der Kevin Vogt auf der Bank. Vielleicht sollte ich den lieber verkaufen. Na, ich weiß ja nicht. Auch ein guter Spieler. Machen wir erstmal weiter. Transferperiode ist eh gerade rum, was noch passiert. Elvedi zu AC Milan. Ehrlich gesagt, interessiert mich alles nicht so sehr. Ich habe halt sehr viele Spieler verpflichtet und verliehen auch. Ne? Mhm. Also ich habe so eine Italien-Style, habe ich extrem viele Leihspieler. Und die entwickeln sich manchmal gut, manchmal schlechter weiter. Welchen Platz bist du letzte Saison geworden? Ja, 10. und vorher 7. Hm. 10. ja. Ich war halt im Halbfinale Europa League, das war ganz geil. Ich habe halt irgendwie gehofft, dass ich das Ding gewinnen würde und in die Champions League komme. Wie hast du das geil gepackt? Ja, ein schon Euroleague-Halbfinale ist ja schon. Bis okay. Auf Everton habe ich, glaube ich, gegen keine gute Mannschaft gespielt. Also Anderlecht, aber das zählt ja auch nur so halb. Ah. So. Wagner wieder in guter Form, dann könnte ich auch mal wieder ein paar Mannschaften abschießen, ehrlich gesagt. Der Kramaric macht nicht so viele Buden inzwischen. In der ersten Saison hat er, glaube ich, 17 gemacht und seitdem trifft er gar nichts mehr. Oh Mama. Mama. Auch schon wieder September. Also ich bin jetzt in der Saison, in meiner dritten Saison. Also es ist jetzt die übernächste Saison, wenn wir von der Realität ausgehen. Ja. Aber ich freue mich schon auf den Patch für Fußballmanager mit dem neuen Zeitkram. Boah, der Vieira ist ja richtig angepisst, Alter. Ich kann noch nicht, dass man einen guten Kontostand, Alter, fast 91 Millionen. Ah, okay. Ja, das ist eh so Aktion, zack, ab in eine Reserve, du Nutte. Dabei habe ich hier eigentlich ganz gute Verteidiger schon. Oh, aber er ist richtig mad jetzt. Er hat viele Punkte verloren. Aber er braucht, wenn er nicht spielt, dann wird er nie besser werden. Pass auf, der muss jetzt aufgestellt werden. Hat er nicht eben gestanden noch, dass er es versteht? Ja, aber er hat trotzdem Moral verloren. Was weiß ich, was ein Problem ist. Was eins, Spasti. Ja, sowieso. Die aber die für eine Drittliga-Mannschaft hier, der Seewing. Auf den werde ich viel setzen. Den könnte ich mir auch vorstellen, dass ich den hochziehe, wenn ich Zuber verkaufe. Und du hast da generell den. Ach, das ist eine zweite Mannschaft gerade. Ich dachte. Und der Mees. Oh Gott, hä, wer sind die ganzen Namen?
Na, das ist eigentlich keine schlechte Truppe. So. Neun Jugendspieler habe ich nur. So ist irgendwas hier. Ach, meine Güte. Meine Maus klickt immer doppelt. Das ist auch ein dummer Bug. Irgendwer soll gut trainieren. So, wollen wir doch mal gucken, ob die Freiburger putzen können. Torwart hat eine gute Form. 15, ja, aber der war letzte, den habe ich halt in der zweiten Mannschaft 2 Jahre gehabt. Mhm. Der ist schon klasse. Was ist los, Marius? Kurze Frage. Jo. Ein Tag für den Capture, reicht das? Das reicht auch eine Stunde. Sehr schön, 1-0 Wagner. Ich spiele Fußballmanager, ich streame hier für Robert sogar. Ich war gerade so irritiert, ich sag, die Uhrzeit? Mhm. Willst du meine Tür wieder zumachen? Oder? Boah, der Karte sogar voll wild diesmal. Mhm. Richtig Hightech heute. Sehr ich kann sogar einen fast HD sehen, ey. Das ist sogar HD bei YouTube. Also irgendwie. Ah, Konterchance. Das ist ein Arsch, der in der Rüde. Ja, Sandro Wagner macht seine Buden einfach. Lass mich drin. Adios, komm, lobe ich die Boys auch mal. Well done. Ein lupenreiner Hattrick für Sandro Wagner. Er ist einfach der Beste. Ist so. Junge, geht das ab hier. Ich glaube, ich werde einfach 3 Spiele auswechseln zur Halbzeit. Wagner hat eine 1-0, der kommt direkt runter, damit er die Form hochhält. Lässt du das, diese ganzen Vertragsverhandlungen machst du auch alle selber, ne? Das macht für mich fast am meisten Spaß. Ja, das dachte ich mir. Für die erste Mannschaft würde ich es auch noch machen, aber für die zweite Mannschaft, da das nervt mich ja, das. Ja, meine zweite Mannschaft ist halt für mich inzwischen so meine Talentmannschaft, ne? Mhm. Alter, Sandro Wagner, 4 Tore. What the fuck? Ist nur realistisch. Na gut, Halbzeit ist es. Komm, Marc Uth darf auch mal ran. Kaderabek lasse ich Toljan ran. Und wer fehlt noch? Temi war jetzt auch eine 1-0. Ja, Handel oder Groß? Hm. Ja, Pascal Groß darf da spielen. Komm, über Kontrolle übernehmen wir und wir machen jetzt volle Geschwindigkeit bis zum Ende. Oh, was passiert? Sogar ein 6-0 draus gewonnen. Kramaric macht auch noch 2 Buden. Geil. Ja, so macht Fußball ja Spaß. 6-0. Boah. Gegen die Freiburger. Was haben die denn für eine Truppe, dass ich die 6-0 abschießen kann? Ne? Das macht ja gar keinen Sinn. So schlecht sind sie eigentlich auch nicht. Ne, waren ja ein bisschen schlechter als du von der Formstärke her. Haben ihre ganzen Talente halt auch nicht spielen lassen, ne? Das ist schon dumm. Schwolow am. Komischerweise, Torhüter entwickeln sich immer gut. Da kann man eigentlich ins Tor stellen, was man möchte. Boah, gegen Bayern als nächstes. Oh nein. Eieiei. Junge, direkt richtig zufrieden. Gegen Dortmund und Bayern habe ich mir mal richtige Klatschen abgeholt. Einmal war es gegen Dortmund richtig knapp, aber da habe ich noch. Da habe ich, glaube ich, einmal 2-1 geführt und dann 3-2 verloren. Immer so. Cool, Musikprämie. Kaderabek, Christiansen, Demirbay und Wagner. Das ist ja geil. Leider hat meine zweite Mannschaft nicht gewonnen. Warte mal, was hier passiert. Boah, es gibt noch Björn Rechtenwald. Das ist ein alter Hoffenheim-Spieler. Der war bei uns in der Jugend. Jetzt fickt man uns hier. Holen sollen. Ja, meine Verteidigung war sehr schlecht. Tja. Kann man nichts machen, ne? Nee.
So, verändere ich irgendwas? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, pass auf. Wagner kriegt von mir noch ein großes Lob. Es klappt einfach alles. So, die jüngeren Spieler. Können die noch irgendwas lernen hier? Kriegen halt immer ein paar Punkte dazu, wenn man die hier ein bisschen nervt mit dem ganzen Scheiß. Ja. Du machst immer nur das, dass sie es irgendwie verbessern sollen. Ja, wenn es das gibt, manchmal haben sie das nicht. Hier zum Beispiel sehe ich nichts, wo ich direkt was verbessern könnte, deswegen lasse ich es. Rede ich noch. Oh, ups, das war auch ein Fehler. Rede ich hier. Setzt du bei deinen Mannschaften noch mal Mentoren und so ein? Das habe ich früher gemacht, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich bringt, ehrlich gesagt. Boah, dazu bin ich wirklich zu faul. Ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich einen Vorteil hat. Oh, ja. Erste Woche. Ja, wir sind nach dem 6-0-Sieg gut drauf. Hoffen wir mal, dass wir hier einen Punkt mitnehmen. Es wird schwer genug. Die Bayern ist immer richtig AIDS. Costa spielt. Jonathan Tah spielt. Macht Wagner den? Ah nein, Tribüne. Bitte. Kapiere ich überhaupt nicht, ey. Keine Ahnung. Ihr habt neuen Rechtsverteidiger, Ander Kapa, ablösefrei. Okay. Auch geiler Shit. Ich brauche irgendwas zu essen. Wir machen aber keine Bude. Oh, das ist. Okay, Pfosten für Bayern. Nice. Kein Tor. Das ist hochkompliziert hier, das Business. Oh, der geht aber nicht raus, oder? Ja. Und entschieden wir aber gar nicht so schlecht. Das wäre super. Bayern sind ja auch schon wieder Erste. Ja. Jo. 1-0 Ander Kapa. Wie auch immer dieser Hurensohn ist. Der Wagner bislang kein gutes Spiel, aber hat eine gute Form. Ich glaube, ich lasse ihn noch. Kann er noch werden? Ich glaube, ich lasse es. Ich wechsle erst zur 60. aus. Rudi mit der gelben Karte. Denk an die Massagen, ne? Ach, scheiß drauf, ey. Wie geht das überhaupt, ehrlich gesagt? Gehst bei diesen Halbzeitansprachen da drauf, dann kannst du da kritisieren, loben und Massage und so. Mann, ja, ich lasse immer meine Kinder. Halbzeitansprache ist ja schon weg. Genau. Hätte ich machen müssen. Ja, nächstes Spiel probier es mal. Und nee, ich weiß nicht, ich kann auch Spielergespräche, irgendwie sowas. Spielergespräche ist es. Ja. Ja, aber es ist ja nicht, wie soll ich die jetzt massieren? Die sind ja auf dem Feld. Nee, in der Halbzeit geht es nur, wie gesagt. Da hatte ich bei Spielergesprächen müssen das sein. Sandro Wagner, okay, Philipp Ox muss es regeln. Dann machen wir das noch. Die Ecke geht jetzt wahrscheinlich eh rein. Ja. 2-0. Dieser Jonathan, ja. dieser Hundesohn aus Leverkusen. Ey. Meine Fresse, haut mir das 2-0 rein. Sind all die Bayern, kann man nichts machen. Ist so perfekt Bayern. Wir sind halt gut. Ja. Kalle Rabeck trifft nicht. Ja, voller Angriff, kriege ich immer nur Bälle rein, deswegen mache ich das nicht mehr. Die Kraichgauer fügen sich in ihr Schicksal. Oh, wenigstens Thiago treten wir noch kaputt.
Ach, Mann. Dann machen wir ein Tor und dann kommt Javi Martinez und haut das Ding noch raus. Ich fass es nicht. Und 3-0. Ey, ja, fick die Scheiße. Ja, volle Geschwindigkeit. Das Game ist ja super. Aber gut, was hat es uns gekostet? 3 Plätze. Ja, so schlimm ist nicht. Wenn wir jetzt noch einen Sieg... Andere müssen auch noch gegen Bayern spielen. Eben, ist ja noch früh in der Saison. Ist ja erst der 6. Spieltag gewesen. Genau. Dieses geht's gegen RB Leipzig. Eieiei. Kann ich was ändern? Also Marc Uth... Leipzig ist einen Platz hinter euch. Ich glaube, Marc Uth wird mal statt Kramaric starten. Und der Rest... Huch, warum ist er sauer? Möchte fair bezahlt werden. Hat aber leider noch 5 Jahre Vertrag mit seiner unfairen Bezahlung. Tut mir leid, Brudi. So einfach ist es. So, hier haben wir 5-1 gewonnen, sehr schön. Ganz ehrlich, der Joshua Mees. Ich glaube, nächste Saison hole ich den in die erste Mannschaft. Das ist ein guter Junge. Machen. Wie steht es eigentlich mit Verträgen in der zweiten Mannschaft? Ja, das sind nur Ersatzspieler, die können alle weg, das ist egal. So. Los geht's, Jungs. Oh, direkt eine große Chance. Aber Marc Uth verkackt es. Tja. Und ich habe ihn aufgestellt. Marc Uth schlägt die Hände vors Gesicht. Tja. Ah, Mamma mia. Marco. El Cancro. Luigi? Weißt du, was Cancer auf Spanisch heißt? El Cancer. Nee, Cancro. Oh, oh, da kriegen sie jetzt mal Ärger hier. Von Manuel. Die Scheiße, hab ich keinen Bock mehr. Ah! So ein Rohrhackner Schuss wird einfach gehalten. Oh. Ich kriege natürlich keinen Elfmeter, warum auch? Wird auch nicht gesagt, ob die Entscheidung richtig oder falsch ist. Wird einfach nur gesagt, ich kriege einen Freistoß. Na, das ist vielleicht auch intelligenter. Hm. Na, kommt, Jungs. Fucking 1000 Ecken gegen mich, Mann. Mann, was ist denn los hier? Und Latte von Leipzig, ich fass es nicht. Junge, was, wieso werden wir so abgeschossen? Ist der Stream aus oder so? Ist es schwarz oder wie? Nee, ich hab gerade wieder neu gestartet. Warte mal, ich guck, ich warte mal noch. Ja, nein, es geht wieder durch. Ja. Ich glaube, ich habe die Verbindung auch noch verloren. Ja, oh, jetzt habe ich hier irgendwie Scheiße gerade gebaut. Fucking krank. Ja. Was ist das? 2-0 hinten? Oh mein Gott. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Das macht mich aggressiv. Ohne Grund. Mein Tor ist natürlich... Ich kriege natürlich kein Elfmeter. Oh mein Gott, 3-0. Ja, fick deine Mutter. Krieg jetzt noch Christian Handel. Krieg jetzt hier noch fucking... Spielzeit und... Das Game ist eh verloren, volle Geschwindigkeit, Ende. 3-0 gegen RB. Ach man, fick deine Mutter. Die sind nicht besser als ich. Auf gar keinen Fall. Was haben die im Team? Na gut, Cater und ist halt gut, okay. Forsberg. Aber guck mal, Davy Selke spielt da jetzt Stamm, weil die Timo Werner verkauft haben. Gegen solche Affen. Aber auch keine schlechte Truppe, muss man auch sagen.
Nee. Macht mich mad hier. 3-0. Fick dich. Mr. Mad Dog, Sir. Ja, okay. Ne, mein mal kurz gemütlich. Du bist scheiße. Was für ein Cancer. Natürlich. Jetzt sind hier alle super unmotiviert von meinen Spielern. Gott, oh Gott. Richtige Mimosen. Hat auch einen kleinen Kader. Muss da sofort hochziehen, außer zweiten, wenn ein größeres Verletzungspech mal ist. So gegen Schalke verliere ich eigentlich auch mal. Ah, 1-0 Wagner. Nehme ich doch mit. 2-0 Wagner. Nehme ich doch mit. Ja, ja. Lobe ich mal. Super. André Kamaric, statt einen 3-0 und einen sicheren Sieg zu nehmen, sagt er lieber, dass er sich unfair durchgesetzt hat. Die kleine Ruhe. Und 1-2 Schalke. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse es so sehr. Und 2-2. Nach 18 Minuten. Ich kann Maric auswechseln. Ey, mit den drei. Oh mein Gott, ey. Ey, manchmal nur in diesem Spiel. Ist das precious? Zum Glück haben wir Kalle Rabeck, ey. Fast mit dem Eigentor, super. Ja, Wagner hat gut gespielt. Kamaric wechselt natürlich aus. Das heißt, wenn du den Gegner schon in der 8. Runde besiegt hast und er danach targetet, weil er ein scheiß Larry ist. Ehrlich gesagt, wo kann ich denn? 3 Massagen habe ich übrig, aber wie? Du kannst auf die Massage da klicken, rechts, ganz rechts. Ach da. Da kannst du auch die Spieler loben und kritisieren und motivieren. Das habe ich so ewig nicht mehr. Ich glaube seit 2013 oder so. Pass auf, Marco Maric hier. Das ist ein Lob. Das habe ich früher auch immer gemacht. Vielleicht bringt es ja wirklich. Bei die Massage schon. Geht immer gut vor. Alter, Schalke macht mich so platt gerade.
Gucken, was hier gerade passiert. Nein! 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 Hm? Ich habe Bremer ausgewechselt und Wagner verletzt sich. Ah. Scheiße. Oh mein Gott, ist das ein Cancer. Vor allem die Auswechslungen sind in der gleichen Minute. Ich konnte es nicht stoppen. Kacke. Oh. Wenn man diesen Tipp nicht mitnehmen möchte. Ich wäre mir eh kramarisch dafür, dass wir hier nicht drei holen. Besser ist es halt auch zu verschulden. Immerhin ein Punkt, das ist ja schon nicht schlecht. Nächstes gegen Hertha, gut. Da würde ich gerne gewinnen. Ich hoffe, wir warten auf nicht zu lange verloren. Spielpause. Robert ist verletzt. Hä? Isst du Flips oder was ist das? Chips. Ja. Das hat sich erst die Flips angehört. Nimm mal Funny Frisch, die knacken mehr als Flips. Stimmt. In Riga gibt es da nicht so geile Chips. In Deutschland ist schon echt geiler Shit. Ich finde, viele Länder haben so ganz labbrige Chips oder sowas. So. Die Geschmacksrichtungen sind auch einfach scheiße zum Teil. So, allein richtig gute Paprika-Chips oder sowas, das findest du zum Teil nicht. Das ist richtig absurd. Stattdessen irgendwie, was weiß ich, Meeressalz, Maracuja, bla bla bla. Ausrasten. Ja. Ja, es gibt da viele. Vielleicht steigt dieses Jahr endlich mal der zweite Mannschaft in die dritte Liga auf, nachdem sie zweimal hintereinander die Aufstiegsrunde verloren haben. Scheiße. Ja, richtig scheiße. Ich bin momentan nur Dritter. Aber Mannheim hat auch jedes Mal die Aufstiegsrunde. Junge, Skenderovic geht ab dieses Jahr. Guter Junge. 10 Tore, 11 Spiele kann machen. Vor allem, vielleicht kriegt er eine neue Erfahrungsstufe, dann geht er auf die 70 zu. Und 1-0 Lavi. Oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Oh Gott, ey. Dritte Minute. Außenposten, gehalten. Gegner kriegen sofort ein Tor. Es ist so dumm. Kader Rabe kriegt gelb. Junge, dieses Deck ist so geil, Alter.
So, 1-1, dramatisch. Ein geiler Deck. Junge, das hätte ihr gerade sehen müssen, was ich gerade alles gepult habe von meiner Hand. Und Wagner, Vorbeit Kramaric, sehr nice. Die Führung. Das Spiel ist gedreht. Den Rechtsverteidiger hatte ich auch im Blickfeld, aber weil Kaderabek so gut spielt, habe ich nichts gemacht. Und 3-1 Kramaric, ich liebe dieses Spiel, holy fuck. Krieg ich dir noch ein Lob? Die gute Frage, wen wechsle ich aus? Kaderabek oder Zuba? Zuba hat eine 5-0. Machen wir mal Zuba. Bringen wir noch Pascal Groß und weiter geht's. '18/99 spielt wie hungrige Wölfe, Hertha BSC wie eine eingeschüchterte Mufflonherde. Was sind Mufflons? Mufflons? So, komm, bringen wir nochmal Philipp Ox auch. André Kramaric ist müde. Machen wir schnell. 3-2 haben wir gewonnen. Okay. Bin immer zu ungeduldig, wenn ich führe vor allem. Oder wenn ich weit hinten bin. Dann gebe ich keinen Fick. So, wir gehen weiter. Oh, na gut. Ich glaube, das ist wieder in der ersten Liga. Lol. Hast du bei den Taktikeinstellungen jetzt eigentlich irgendwas gemacht? Nichts großartig, nee. Ich habe die Aufstellung halt so geändert, wie wir gerade wirklich spielen, also mit diesem 5-3-2. Mhm. Na gut. Und dann vielleicht nur lange Bälle oder so, aber ganz ehrlich, ich glaube, das bringt... Oh. Ja, ich habe da auch überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Alter, mein Torwart fällt aus. Und mein zweiter Torwart ist richtig kacke. Ja, ja, vielleicht... Ja. Machen wir einfach mal. Dann hat man eine gute Form mit 11. So viel aufs Tor. Und Ingolstadt mit der Chance. Direkt das Tor. Oh, aber mein Torwart hält. Sehr schön von ihm. Nice. Treue Nummer 1. Alter, das passiert ja gar nichts in dem Spiel. Ah, 1-0 Wagner. Nice. Oh, schade. Christiansen auch. Den Christiansen habe ich sogar von Ingolstadt verpflichtet nach dem ersten Jahr. Das ist ein guter Amiri-Ersatz. Ingolstadt. Aber wir kriegen das 2-0 nicht hin gerade. Hm. Schauen wir mal gerade ein Stück Kuchen. Bin gleich wieder da. Wow, Vogt, Alter. Oh mein Gott.
Was passiert hier? Oh nein. Oh nein. Junge, die Leute sagen, das ist ein Meme-Deck und ich gewinne hier 4 Games in Folge. Was spielst du denn für einen Druiden? Ramp Druid. Das geht einfach nur darum, dass du so schnell wie möglich so 12-12er Monster aufs Feld bringst. Mit Jade oder wie? Nee, mit kennst du Giant Anaconda? Die bringt ein Monster aus deiner Hand, was 5 oder mehr Angriff hat, aufs Feld. Du musst erstmal so melden. Ja, du hast halt, dass du immer ein Empty Mana Crystal kriegst und dann spielst du Turn 3, Turn 4 oder Turn 5, spielst du diese Anaconda. Die Anaconda wird getötet, die pullt dann anschließend Deathwing Dragonlord, dann wird Deathwing Dragonlord getötet und er pullt dann anschließend den anderen Deathwing und Ysera und vielleicht noch Primordial Drake und dann ist es schon GG. Es ist so heftig, dieses Deck. Ey Robert, ich habe das gerade nicht gewonnen. Echt, ey? Nein. Scheiße. Ich habe viel zu viel aufgewechselt auf einmal und ich habe richtig verkackt. So, Pokal gegen Heidenheim. Ja, werden wir wohl schaffen. Also. Diesen Zug auch mit seiner schwächsten Saison bislang für uns. Oh mein Gott. Ich hasse das hier. Ich hasse Becker, wenn du nach Minden kommst, machen wir dann fette Action? Wenn ich jemals da bin, auch einfach. Fette vergewaltigte Action. Zweite Chance für Heidenheim, pass auf 2-1. Ja, 2-1 Heidenheim nach 2 Torschüssen. Berechtigt. Das ist so einmal. Sehr schön. Nein. Rot für. Oh mein. Was ist das für ein Cancer-Game, Alter? Erstmal dicke Geldstrafe. Für alle. Alter, jetzt kriegen auch noch alle gelb. Alter, 5,4. Ja. Zuba muss doch spielen. Und eine Auswechslung lasse ich mir noch. Falls wieder so ein Bullshit. Dings, wir sind doch immer noch besser. Aber wir kriegen das Tor nicht. Ochs raus, Kammer wird schreien. Bisschen neue Beine noch. Frische Beine.
Ey, ich kotze, Robert, ich fliege gegen Heidenheim raus. Im Pokal. Wegen dem größten Bullshit. Die hatten 4 Torchancen und 3 Tore. Und wir haben 1000 Torchancen und 2 Tore. Lad neu. Eine Karte, die so richtig behindert wird. Lad neu, ey, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Du, hier ist kein Neuladen, ey. Ich bin zu salty. Mann, jetzt holt hier fucking das Ding rein. Oh. Wehe, Pascal Groß sagt, dass er was falsch gemacht hat. Nein, er ist ein richtiger Boy. Er macht das 3-3. Er streitet alles ab. Ist mir scheißegal, ob das stimmt. Du bist kurz vor der Tribüne. Alter, was ist das für ein Spiel, ey? 5. Chance von Heidenheim. Aber kein Tor, sehr schön. Ja, Verlängerung. Was für ein Tor. Ich kotze. 4-3. So. Und Eigentor 5. Ja, das war's. Hast keinen Bock mehr. Ich mach jetzt nur einen LOL, gell? Was für ein Hurensohn Spiel, ich hasse es nicht. Oh, Alter, ich scheide nicht gegen Heidenheim aus, es tut mir leid. Inakzeptabel. Kann ich verstehen. Da ist auch noch ewig zum Anmelden hier. Oh mein Gott. So. Zeit für. Oh, Rüther spielt sogar gerade. Er spielt sogar Rangliste. Hey, ja. Da wird bekommen, dass Schako geupdatet. Oder hilft er sich gerade nicht? Das würde ich ja sogar gerne sehen. Und fuck, Schako? Ich spiele jetzt Botlane Ashy oder so. Ranked? Ja. Ah. Nachdem mein AD-Carry mir jedes Game verkackt hat, spiele ich jetzt AD-Carry und verkacke jedes Game. Das ist nur fair. Ist das meine Wasserflasche hier? Nee. Wo habe ich die denn schon wieder hingepackt? Noch eine. Da hatte ich keine. Hochinteressant. Bayern Interesse an Jarmolenko. Ist das der Ronaldo-Ersatz? Ja, klar. Aber Ronaldo kommt natürlich trotzdem. Bayern hat es ja einfach. Die kaufen die ganze spanische Liga kaputt. Das ist ein guter Transfer für die Freiburger. Lexano ist gut. Klinsmann zu Hertha BSC, lol. Das ist irgendein Hoffenheim-Ding, ne? Ich dachte, ich bin ganz tot, hat wieder überall Licht angelassen. Unfassbar.
Bin ich in der Queue? Was ist das schon wieder für eine Queue? 2 Minuten bin ich in Challenger, Mann? Gib mir fucking irgendwelche Goldspasten. Let me go to Barcelona. I will not go back to Paris. Verratti. Hurensohn. Wie lange hat er noch Vertrag? Bis 2021. Alles egal. Verträge, egal. Purer Wahnsinn. Nicht nur in England, Bayern. Ja, im Fußball sind doch fast alle irgendwie schwarz oder ich was. Ich will doch niemanden hängen lassen. KKK Hoffenheim. Der coole Kids Club. Weil du dich sick. It's a total disgrace what happened to Otto.
That should never, ever be allowed to happen. And frankly, if he were brought home sooner, I think the result would have been a lot different. He should have been brought home that same day. The result would have been a lot different. But what happened to Otto is a disgrace. And I spoke with his family. His family is incredible what they've gone through. But he should have been brought home a long time ago. Thank you all very much. It's a total disgrace what happened to Otto. That should never, ever be allowed to happen. And frankly, das ist nur der dritte Spell neben Flash und was weiß ich was. Das ist die Keystone Mastery. Ich habe eine Mastery, also wo man für jeden Auto-Tag einen Damage extra irgendwie kriegt oder so, und das stackt 10-mal. Also in so langen Fights, dass man viel Damage extra hat. Okay. Gegner das auch hier. Das vom Braum gibt jemand in der Nähe weniger Damage prozentual, von Gragas auch. Dieses blaue Ding gibt extra Damage nach 3 Hits. Ja, und ich glaube, dass mehr Unterschiede gibt es auch nicht. Und meine Orianna connected nicht, deswegen gibt es wahrscheinlich ein Remake. Toll. Aber trotzdem nicht schlecht, dass die Funktion drin ist. Ja, stimmt schon. Okay, ja, was passiert? Was wurde gemacht? Explosion. Na, wie langweilig. Keine LKW. Ja, denkst du, die Muse sind für Originalität? Junge, obwohl Frankreich so heftig gefickt wurde von Terrorattacken, haben sie trotzdem alle Macron gewählt. Das hat die alle sind. Die, also, das ist eh alles verloren. Challenged ourselves to pursue change that will provide utility to Americans far beyond our tenure here. Together, we have set ambitious goals and empowered interagency teams to tackle our objectives. It's working and it's very exciting. We began by analyzing and auditing our current infrastructure. It turns out that federal agencies collectively operate 6,000
Nein. Das ist ja verrückt. Nein, Scream ist noch da. Ich bin seit 5 Minuten im Ladebildschirm. Länger schon. Was für ein Schwachsinn. Und Jace klaut fast die Welt. So, das sind so Gründe, warum LOL. Können nicht erwarten.
Ist das eine Unverschämtheit? Was für ein Troll. Und ich verliere. Die Scheiße so. Keine Ahnung, wie wir diese Fights im Park verlieren, so schlecht wie das Spiel. Hier gelesen. Ich werde uns nicht in die Irre führen. Ich glaube, ich versuche auch mal zu pennen. Vielleicht gucke ich auf dem Laptop noch ein bisschen zu.
guten Nacht. Haut rein. Tschüss. Ja, tschüss. Ja. 1. Ja, ich hoffe doch, die Lane hier wohl hat gewonnen. Verlieren Sie nie das Wesentliche aus den Augen. Thank you.
Kosten aus der Ferne. Was ist sein Problem? Gemeinsam sind wir stärker. Es ist so behindert, mit diesen mongoloiden Hurensöhnen spielen zu müssen. Holy fuck. Sie klauen Farmen, sie sind useless, sie fliegen, sie helfen nicht. Ja, und mein Gegner braucht für die einfachsten Züge fucking 3 Stunden. Einfach nicht fucking useless. Fucking waste of time. Das ist erbärmlich, wie immer. Erbärmlich mit solchen Mongos spielen zu müssen. Mein Gegner auf der Lane kann gar nichts, ist komplett useless, wird hart gecarried, weil ich die ganze Zeit von irgendwelchen Mongos gewinnt bin. Fucking erbärmlich. Was für ein dummes Jugendspiel. Auf das ist 10. Gemeinsam sind wir stärker. Absolute Anti-Plays. Das ist der Mann. Haltet zusammen! Thank you.
Hörst du? Gucci? Und einmal stehen der Rüben. Nein. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das geht. Verwechselt Gnade nicht. Nicht in die Irre führen.
Leute, Lee Sin. Oh mein Gott, er spielt nicht Brawl. What the fuck? What is happening? Ich wiederhole, er spielt nicht Brawl.
Danke. Das bringt mir viel. Judenmann. Und Brawlin. Wo spiele ich dieses Spalt? Das war so ein Easy-Win. Die Lane gestompt, die Gegner gefickt. Das ist trotzdem nicht zu gewinnen. Okay. Genau, er gewinnt den Brawl. Du scheiß verfickter Judensohn. Ja, das ist überall das Gleiche. Natürlich gewinnt er den Ball. Nice. Restliche Minute. His moves, let you do what he taught you, let you reminisce how you used to do. Girl, I'm open to anything that'll get you into that zone, and understand that we're all alone, so you can slowly take off your clothes. Baby girl, you know what's in store. Baby, I'ma stay. Mann, er gewinnt den fucking Brawl, Alter. Ich hatte die Sera, diesen Yishari, Deathwing auf dem Feld und natürlich alle Faggot-Monster sterben. So seinen scheiß Faggot-Brawl, obwohl ich 4 Monster hatte und er hatte 3. So ein scheiß Jugendschwanz. You gon' take it like one, and I'ma give it like you asked for it. Why? 'Cause you've been talking about it. I know you're talking about it. Ooh, baby, when I'm done with you, why? You ain't saying nothing. Yeah, you ain't saying nothing. Ooh, baby, when I'm done with you, why? You ain't saying nothing. Yeah, you ain't saying nothing. You gon' make me show off all the pain that you feel. You can tell that we ain't making no love. But I'll pretend, oh girl, I'll pretend. If you pretend, then girl, I'll pretend. Let's make it seem like we're all we need in the end. Whoa. Er gewinnt, weil er den scheiß Ball gewinnt, Alter. Es ist so lächerlich. Man, das hättest du sehen müssen, Alter.
10, 10er, 12, 12er, 4, 12er auf Feld, er spielt Ball. Alle stecken drin. Es ist so retarded. Der ist so doof, der Typ. Ne? Oh Mann, ich krieg natürlich wieder nur die letzte Jugendkarte. We'll be right back.
so much love to pass around. There's too much love. Oh. Girl, the night's almost done, and who you came with, it's already gone. You say you want. Wasn't long ago, didn't think I'd go this far. Well, I got a test for you. You say you want my heart. Baby, you can have it all. There's just something that I need from you is to meet my goal. So far into your thick smoke, choke it. Baby, get familiar with the order. Just crack it, then pour it. Then sip slow, then sip low. My eyes red, but my brim low. With that XO, she climbing straight to the top, forgetting why she there in the first place. No more crying, heart is slow. Put that rum down, you don't wanna die tonight, I promise. When you're finished, we'll head to where I'm living. The party won't finish, it's a fucking celebration, yeah. All my niggas out tonight. Oh, and they high off Shakespeare lines. There's enough to pass around. You don't gotta wait in line, and the clocks don't work. You don't gotta check the time, and the blinds don't work. You don't gotta check the sky. We've been going on night to night. I've got a test for you. You say you want my heart. Well, baby, you can have it all. There's just something that I need from you is to meet my goals. And you've been going hard, baby. Now you're rolling with some big boys, baby. Got a lot you wanna show off, baby. Close that door before you take your fucking clothes off, baby. Don't move. All my writings on the wall. I thought I passed my peak and I'm experiencing fall. And all I wanna do is leave, cause I've been zoning for a week. And I ain't left this little room trying to concentrate to breathe, cause this piss so potent. Kill me serotonin in that two floor loft. In the middle we be choking on that all black booted. Every gum chewing. Girl, if you can stay, baby, if you can see, grab a cup by the XO. Baby, I've been leaning back from the come down. Girl, I've been feeling for another round. Don't you blame it on me when you're grinding up your teeth and it's fucking hard to see. I can't test you. You said you want my heart. Well, baby, you can have it all.
There's just something that I need from you is to meet my bones. I got a lot of bones, and we can make you right. And if you get too high, baby, come over here. La da da, la da da. Work that back till it's tired out. Roll out, we bring the fire out. Taste that lean when you kiss my mouth. Bed so wet when I eat you out. Girlfriends hear them creeping out. Getting out of jail, better keep them out. X-Men call them, keep them out. How to let go, I can teach you how. Take a puff, it's a motherfucking leaf for now. Gonna shout at this Kanye, yeah, ease you out. Just one night, trying to fucking leave you out, baby. Baby. So you have to, baby, it's okay. I got so money, baby. I wanna show you how I blow money, baby. I wanna show you how I throw money, baby. I'm a kid, so it's hard for me to hold money, baby. You are, cause I'm a star. Don't get it twisted, got some trappers in my car. What kind of caps? I got the brightness of them all. Somebody pop them before we pop them all. Before we pop them all. So I mean, this ain't nothing, but it's all I need. And the peak ain't reached, but the peak is all I feel. And it feels so good. 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 Yeah, 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 yeah. I ain't scared, yeah, scared of the fall. Yeah. And I ain't scared of the fall. Yeah. And I ain't scared of the fall. Yeah. I felt the ground before. Yeah. I felt the ground before. Yeah. I felt the ground before. I felt the ground before. Cause I ain't scared of the fall. Mama, I understand why you're mad. And it hurts to accept what I am and how I live and what I do. But I've been good since Thursday. Yes, I've been good since Thursday.
so you can watch my love vanish. And I don't want no time but to make me love vanish. Call a friend for my friend and a friend's name's Lexus. I let my niggas twist it. I'm always with the center. Let's believe I already spent it. My girl full of PC, my car full of taxes. Flown on that OVO jet, yeah, I said it. I was born to be reckless, was forced to make records. So you don't gotta ask who's next, who's next. This ain't nothing. Tell me, baby, tell me what you're feeling. Yes, every time I need to come, don't you be so good anymore. How all of this would end up, girl, I saw it in your eyes. And maybe I can read your mind. And expectations were not inside. You knew that talking dirty to me on the phone would get me here. Cause we both wanted to do this, but I could tell that you were scared. Cause you thought there was more to us, but you knew how this would end. It's gonna end how you expected, girl, you're such a mess. Becker, mein Gegner spielt Priest, der hat einen 27-27 auf dem Feld. Ja, dieses Tomaten. Hm.
Naja, und rate mal, wer gerade meinen Deathwing getötet hat und dadurch drei Dragons gepult hat von meiner Hand. Nothing's gonna make me feel this real. So baby, don't go home. I don't wanna spend tonight alone. Baby, please. Would you end your night with me? Don't you leave me all behind. Don't you leave my little life. Don't you leave my little Junge, er gewinnt, weil er meinen fucking Torn Dragon silenced, dieser scheiß Judensohn. Oh. And nobody's
are no words to describe the depth of your indifference. As I see you're here to stay, should've known I'd pick my fate. Oh, I'm so wrong, I'm so wrong to let you. Hallo?